Bitte akzeptiert das, und das sage ich auch einmal, ich werde nicht auf das Hypnose-Video reagieren, einfach aus dem Grund, weil ich ein richtig, richtig krass unwohles Gefühl habe, selber nochmal vor Augen zu führen, zu bekommen, in welcher Verfassung man da war, weil ich muss offen und ehrlich sagen, das habe ich nie davor besprochen oder so, es ist sehr, sehr, sehr krass, sowas zu sehen, dass ein Mensch irgendwo in deine Psyche kann, ohne dass du am Endeffekt das irgendwo unterdrücken kannst. Also versteht ihr, was ich meine? Man ist dann sehr hilflos und auch, ich kann euch nur sagen, falls ihr es nicht glaubt oder irgendwie für euch seltsam ist, probiert es selber, weil ich glaube, man kann es immer erst nachvollziehen, wenn man es am eigenen Leib verspürt. Aber ich sage euch auch offen und ehrlich, ich würde das nie wieder machen und ich finde es auch sehr, 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 sehr erschreckend, dass sowas möglich ist. Bist du in irgendeiner Form enttäuscht von Timon? Ich bin nicht ansatzweise, um das einmal ganz kurz, einmal. Ich bin nicht enttäuscht von Timon, ich bin nicht sauer auf ihn und ich bin nicht irgendwo mit dem Gedanken jetzt da, oh mein Gott, es war ein Fehler, dass ich das gemacht habe. Dass wir schon mal die drei Punkte besprochen haben. Das Einzige, was ich euch sage, ich bitte euch zu respektieren, dass ich nicht darauf reagiere, weil für mich es ein sehr, sehr unwohles Gefühl ist, vor Augen nochmal geführt zu bekommen, wie hilflos man in dieser Situation ist. Also ich glaube, es ist auch sehr, sehr einfach. Und da gibt es auch kein Wenn, Aber, Blabla. Bla.